Ja, hier sind wir wieder, die Wisdom Factory, und diesmal wieder auf Deutsch mit einem sehr speziellen Anliegen und mit einer sehr speziellen Frau. Denn Joy Foley, mit ihr habe ich schon mal auf Englisch geredet und Anfang des Jahres das Gespräch herausgegeben. Sie lebt in Australien, aber hat lange Zeit in Deutschland gelebt. Und deswegen kann sie auch Deutsch. Und wir wollten, damals haben wir noch gesprochen allgemein über dein Anwesen, über deinen Plan, über dein Projekt, das sich nennt Peace Valley. Dieses Mal, nachdem wir ja jetzt in der Corona-Krise stecken, wollen wir ein bisschen das erweitern, das Thema. Und was könnte ein neuer Weg des Lebens sein? Ich denke, wir beide probieren das ja schon ein bisschen aus. Du wahrscheinlich viel konsequenter als ich. Aber wie können wir jetzt diese Situation nutzen, um ja, etwas anderes den Menschen vielleicht schmackhaft zu machen. Aber bevor wir darüber sprechen, möchte ich dich einladen, ein bisschen was über dich zu erzählen, und dann gehen wir ins Thema, okay? Okay, also dann, ich bin Joy Foley, komme aus Neuseeland ursprünglich, bin 12 Jahre lang in England und dann 18 Jahre lang in Deutschland gewesen. Ich habe mein Leben umgestellt von ganz normaler in der System sozusagen auf ganz was anderes vor kurzem, und jetzt bin ich in Australien gelandet und ich sitze jetzt in ein kleines Stück Paradies und autark, total autark wohnen, und jetzt mit dem Ganzen, was in der Welt geschieht, glaube ich, bin eine, die besser vorbereitet für diese Situation, und ich habe so ein Glück halt, ja. Ja, du hast genau. Bald genug die Idee gehabt, das Autarksein zu verwirklichen, was ich nur zum Teil habe. Ich habe zum Beispiel noch keine Batterien. Ich habe seit November wollte ich Batterien für mein Solardach, aber in Italien dauert alles ewig, und nun ist alles gestoppt. Ja, jetzt kriege ich es ja auch nicht. Aber die Idee, autark zu sein, ich denke, das ist eine gute Idee. Jetzt ist die Frage, was ist deine Erfahrung damit? Und wie könnte das Otto Normalverbraucher sozusagen in Zukunft sein Leben ein bisschen in die Richtung ausrichten, wenn sie natürlich das wollen? Ich meine, manche wollen ja nur zurück zu dem, was vorher war, aber wir haben ja gesehen, das funktioniert nicht. So, die willens sind, sich zu öffnen für neue Ideen, was kannst du denen sagen? Ja, ich glaube, wir haben eine Riesenmöglichkeit jetzt, die Systeme, die schon längst wackelig waren, scheinen jetzt kaputt zu gehen, und ganz schnell. Ja, ich denke, das ist ein Moment in Zeit, ein historisches Moment, und ich habe den Gefühl, dass die Menschheit, die ganze Menschheit, jetzt in diesem Moment entscheiden müssen, ob die ein Leben für das Leben, für die ganze Erde und einander und die ganzen Lebewesen haben wollen, oder ob die Business as usual und Geld haben wollen. Und ich denke, das ist eine Zeit zum Nachdenken. Die Virus hat uns auch Geschenke gegeben, bin ich der Meinung. Die eine ist, jetzt müssen wir haben keine Wahl, wir müssen Pause machen, wir müssen stoppen. Und das heißt denken und zuschauen. Und das ist ein Riesengeschenk. Es heißt, die ganzen Systeme, die unsere Welt total vernichtet hat, gehen kaputt, weil wir alle gestoppt sind. Und jetzt sieht man, wie die Natur sich heilen kann, wenn die nur eine Chance bekommen kann. Also das ist noch was Gutes. Und das Nächste ist vielleicht ein bisschen, wie sagt man dann, vielleicht nicht schmackhaft für die meisten Leute, aber ich denke, das ist die allergrößte Geschenk, was jetzt kommt. Und das heißt, es hat den Tod wieder ins Leben gebracht. Also der Tod war mal ein Teil des Alltags. Und es war ein Ding,
was genauso wichtig ist wie geboren zu sein. Und ohne den Tod kann man nicht lebendig sein. Und das heißt, jetzt sind alle Menschen mit diesem Tod konfrontiert. Es steht da vor dem Gesicht. Und auf einmal merken die Menschen, dass die längst nicht mehr so lebendig waren. Ja, die haben was verloren in der letzten Zeit. Und ich denke, das ist auch was. Wie kommen wir damit um, uns selber in die Tod zu gehen? Wir haben alles vor uns, aber jetzt auf einmal müssen alle wach sein und schauen. Und ich denke, das ist, ich finde, das ist auch ein Geschenk. Also wenn Leute arbeiten mit der Natur, man sieht, ohne den Tod und das Kompostieren kann kein neues Leben kommen. Und es ist ein Kreislauf. Und jetzt mussten die Menschen das nochmal schauen. Es gibt einen Kreislauf und wir sind Teil davon. Wir können nicht weg damit. Wir können nicht uns ausblenden mit unseren tollen Geräten, ja, unsere blauen Lichter. Ja. Ja, ich nicht mehr. Wir wissen das jetzt schon. Ich denke, die meisten Leute versuchen noch eine Art von Normalität aufrechtzuerhalten, indem sie weiterhin sich an die Technologie klammern. Ich meine, dank Technologie können wir verbunden sein. Ich habe nichts gegen Technologie. Aber dass man dann also die ganze Zeit dran hängt, ja, das, was vorher war, wird für manche Leute mehr sein im Moment. Aber vielleicht ist das auch gut, denn irgendwann wird es ihnen zu viel. Irgendwann werden sie merken, dass sie ja eigentlich ganz gern was anders machen würden, aber es geht nicht. Oh. Und dann werden sie sehen, wie hohl letztendlich das Techno, das Gaming und was immer du machst, wie unwirklich das ist. Wir werden erinnert daran, wie wichtig es ist, in Verbindung zu sein mit anderen Menschen, was wir auch total vergessen haben. Genauso wie der Tod. Genau. Ja. Und das andere noch, was ich empfinde, ist, dass wir wieder lernen, dankbar zu sein. Denn vorher haben wir ja immer nur gemeint, wir sind entitled, wie sagt man da auf Deutsch, wir haben einen Anspruch drauf, alles zu haben. Ja? Und es muss immer noch besser sein und immer noch schöner. Und wenn nicht gleich was da ist, dann hat man das Recht zu kritisieren und to blame, jemanden dafür zu schelten und die Schuld zu suchen, was ja noch immer passiert, selbst auf höchster Ebene. Ja? Aber das ist eigentlich ein Zeichen für Unreife. Also mit anderen Worten, wir haben die Chance, kollektiv zu wachsen, reifer zu werden. Das finde ich auch. Ich denke, es ist eine Riesenchance und jetzt ist es sehr wichtig, dass wir gut entscheiden. Sonst wird nicht so, das Leben wird nicht mehr so schön. Genau. Wahrscheinlich nicht mehr so viele Menschen auf der Erde. Ja, das könnte durchaus sein, dass es, obwohl wir jetzt ja alles tun, um das zu verhindern, aber auf lange Sicht, dass es noch viel mehr Menschen sterben werden. Vielleicht wir auch, wer weiß. Aber ich hoffe doch, dass im Vergleich zu vor 100 Jahren, als die spanische Grippe wütete, dass wir doch mehr medizinische Möglichkeiten haben für den Fall, dass man da rankommt. Im Moment, ich denke, all die Maßnahmen sind hauptsächlich dafür da, dass man das verschiebt, sozusagen die Ansteckungsrate verschiebt, sodass mehr Menschen die Chance haben, behandelt zu werden. Und die Behandlungsrate der Menschen, die dann wieder gesund sind, ist ja doch ziemlich hoch. Ne? Insgesamt ist der Virus nicht so furchtbar tödlich. Was tödlich ist, ist letztendlich, dass man nur begrenzt noch Zugang zu Hilfe hat. Und das Paradoxe ist, ja, das sagt man kurz vorher schon, wenn du heutzutage jetzt einen Unfall machst und brauchst Notfallmedizin und brauchst Intensivbehandlung, keine Chance. Also gut, dass wir zu Hause sind und nicht allzu viel unterwegs. Ja? Diese Motorräder, die immer hier vorbeifuhren am Wochenende, immer so ein Krach, ja? Dass die sind nicht mehr da. Aber auch wenn du ganz normale Krankheit hast und meinetwegen einen Blinddarmdurchbruch oder was Akutes, das ist auch heutzutage eine Möglichkeit zu sterben, was vorher nicht war, ja, also oder eine Gefahr zu sterben, einfach weil es überlastet ist. Andererseits ist es auch eine Riesenchance für die Regierungen einzusehen, dass ein auf Gewinn ausgelegtes Gesundheitssystem wirklich nicht die gute Idee ist, ja, also gar nicht eine gute Idee.
Also ich werde das noch erweitern und sagen, dass das ganze System auf Gewinn zu haben, nicht nur Gesundheitssystem, einfach das GDP und so weiter, das nicht das Beste ist. Aber das bringt nicht das Beste von den Leuten raus. Und jetzt ist noch ein Chance, dass wir wieder die Ökonomie und die ganzen Währungssysteme zum Ändern. Ja, und ich denke, für mich, was ich hätte sehr gern sehen, war, wenn wir auf eine Geschenkökonomie umstellen können. Und das wäre dann eine Ökonomie, der in Harmonie der Natur ist. Oder Natur, es ist nur Geschenkökonomie. Yeah. Die Sonne scheint für alle, egal. Regen regnet für alle, egal. Und wenn wir auch nach diesen Gesetzen der Natur uns wieder einbindet und liebt, es kann sein, dass eine ganz andere Welt entstehen konnte. Also mein großes Wunsch wäre, wenn die ganzen Banken, World Bank und Freunde, werden die ganzen, jetzt sind meine deutschen Worte weg, wahrscheinlich, Moment, die Schuldung für die Städte wegschmeißen, dass die ein Unterhalt für alle Menschen ohne Arbeit bezahlen konnte. Das gibt bestimmt einen Ausdruck auf Deutsch. Bedingungsloses Grundeinkommen, sagt man auf Deutsch. Grundeinkommen, genau. Ja. Dass die machen. Und dass die für die ganzen Zins, was die in den Laufe der Jahre eingenommen haben, dass die das rückbezahlen. Und das ist eigentlich reine Dieberei. Dieberei, ist das Deutsch? Betrug oder so. Oder, ja. Betrug. Ja. Betrug. Und die haben eine Chance, alles gut zu machen. So oft haben die ganzen Steuerzahler die Banken gerettet. Jetzt wird der Zeit, dass die Banken die ganzen Menschheit Danke sagen für die ganzen Hilfe, die jahrelang. Jetzt helfen wir aber euch mit Dankbarkeit. Sieht im Moment leider überhaupt nicht so aus. Im Moment sieht es so aus, als machen sie wieder genau das Gleiche, was sie in der Vergangenheit gemacht haben und dass die Leute zahlen. Aber da sind wir ja im Moment nicht so kompetent, um da was eine Änderung zu machen. Was ich jetzt interessiert wäre, mit dir zu besprechen, meine Idee ist, dass die großen Städte nicht sustainable sind, dass Menschen zurückkommen müssen in kleinere Einheiten, sagen wir mal, oder Dörfer oder sowas. Die Frage, was hast du da für Ideen? Ich meine, ich weiß, du hast deinen Platz da. Tust du dich schon darauf einstellen? Hast du eine Idee, da irgendwie was, sagen wir mal, anzubieten? Oder wie siehst du deine Zukunft da in Australien? Auf meine Zukunft jetzt? Ja, na, auf zusammen. Einmal weiß ich. Nein, klar, aber in Bezug auf das möglicherweise du ein, was weiß ich, ein Ökodorf oder irgend sowas machst und ja. Ja, okay. Also jetzt ist mein Projekt Peace Valley, Tal des Friedens eigentlich, ein Teil, ein großer Ökodorf und der wächst. Und es scheint, dass es jetzt ziemlich schnell wachsen wird, weil die Leute wachen auf einmal auf. Leute, die schon längst auf die Kippe waren, die hätten das gern machen, aber die haben ein bisschen Angst für das Neue gehabt. Jetzt auf einmal merken die, das war eine gute Idee. Vielleicht hätten wir das früher machen können, aber jetzt besser spät wie nichts. Ich finde, dass solche kleine Dörfer ein eine gute Lösung sind. Und das rede auf Deutsch. Oh mein Gott, ich rede kein Deutsch mehr. Seit Jahren. Viele kleine Ortschaften, die miteinander verbunden sind, die miteinander ganz friedlich Geschäft machen. Also in meinem nicht Geschäft wie die letzten Jahre. Ich meine, einander unterstützen. Yeah. Ja? Und dann keine zentrale Regierung mehr mit diesen Macht und die Möglichkeit zum Betrug dann, ja,
wenn das alles nur viele kleine Gruppen sind, dann alle kennen einander. Und man wird nur Leute, die man kennt, sehr gut normalerweise kein schlechtes Geschäft machen. Man tut einander unterstützen. Und wenn diesen viele Sellen auf der ganzen Welt von solchen Leuten, die mit der Nachbarschaft auch mitarbeiten, dann hat man eine Möglichkeit, ein ganz egalitarian System zu bauen, wo alle gesehen sind, wie die sind, mit Dankbarkeit und alle arbeiten zusammen. Es klingt vielleicht utopisch, aber ich finde, wenn wir diese Umstellung nicht machen und wir weiter mit diesen gegeneinander, diesen was jetzt passiert, alle gegeneinander. Ja, die ein will viel gewinnen und ein will mehr Macht haben und so weiter. Aber nur wenn wir miteinander, füreinander da sind, als ganze Menschheit und nicht nur für uns, wenn wir unseren Platz auf diesen Kreis des Lebens wieder einnehmen, nicht auf diesen Hochpunkt, was nicht real ist, sondern es ist ein Kreis. Und wir sind genauso wichtig wie die Regenwürmer. Mhm. Sogar die Regenwürmer, konnte es scheinen, die sind wichtiger. Und die machen das neue Leben. Genau. Die arbeiten konstant, um neues Leben zu schaffen. Ja. Das muss ein großes Ding sein. Du sagst, vielleicht ist es utopisch. Und ich denke, in gewisser Weise ist es das, weil die Masse der Menschheit noch nicht fähig ist dazu. Oder nur, wie die Familien, die Großfamilien früher waren, in einer autoritären Struktur, da hat das funktioniert. Aber wir sind ja als Menschheit zumindest in vielen Ländern doch weitergegangen in der Bewusstseinsentwicklung. Aber es sind noch genügend, die aufgrund, sagen wir mal, der Freiheit, die wir gerne wollen und die wir gegeben haben, zu meisten Menschen, das eher ausgenutzt haben für ihre egozentrischen Ziele, weil sie eben noch auf einer egozentrischen Stufe sind. Und die Frage ist eben, wie kann das passieren, dass diese Menschen mitgezogen werden in eine höhere Stufe des Bewusstseins, sodass sie entweder selber diese Ideen vertreten oder es eine Möglichkeit gibt, sie einzubinden. Ja? Es wird ja in jeder Gemeinschaft Menschen geben, die versuchen, nicht zu arbeiten und das auszunutzen. Ja? Und das ist dann jetzt wieder für die Menschen, die, sagen wir mal, jetzt schon weiter sind, ja, die Herausforderung, Wege zu finden, um mit diesen Menschen umzugehen und sie doch einzubinden, ja, ihren Möglichkeiten entsprechend. Es sagt ja keiner, dass einer, der nicht laufen kann, auf dem Feld Gemüsegarten einrichten muss oder so, ja, sondern jeder seinen Möglichkeiten entsprechend. Es gibt ja jede Menge Praktiken. Ich habe jetzt gerade ein Buch da, das muss ich bald mal lesen, wie man unmögliche Gespräche führen kann. Wir müssen lernen, das zu bewerkstelligen, dass wir solche Menschen nicht sie ausgrenzen und sagen, ihr seid scheiße und ihr seid, was weiß ich, was heute ist ja modern Nazi oder sowas, ne? Dass man den Leuten das an den Kopf wirft, sondern dass man erkennt, dass die einfach in der Bewusstseinsstufe sind, wo sie das nicht sehen können, was du siehst. Und dass sie eher einen sanften Zug brauchen, um mit eingebunden zu sein. Sie wollen anerkannt werden, sonst für Mensch, dass sie ein Mensch sind, ja, und nicht ausgegrenzt und mit Dreck beschmissen. Und ich denke, das ist jetzt die große Chance, dass wir das erkennen und dass wir diese Menschen mit ins Boot nehmen können, statt sie abzulehnen und zu beschimpfen, ja. Aber jetzt habe ich lange drüber geredet. Ich wollte eigentlich von dir wissen, wie du dein Projekt aufbaust und wie FNW-Leute mitmachen könnten, wenn man überhaupt nach Australien dauerhaft einreisen darf. Das weiß ich gar nicht. Mhm. Ja, also es ist so, dass hier ich habe so ein Camp gebaut, dass die Leute eine Chance bekommen,
um alles mit autark Leben in Gemeinschaft erfahren können. Vom Komposttoiletten bis zum Solaranlage, bis selber Wasser sammeln auf dem Dach, ganz praktische Dinge. Und dann machen wir Meditationen zusammen und Check-ins und solche Gemeinschafts-, in Englisch Community-Building-Exercises. Gemeinschaftsbildung, genau. Sozusagen, ja. Genau. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, ins Garten zu arbeiten, so Permakultur. Das hier ist mein kleines Garten, der seit 3 Jahren da ist. Und alles wächst jetzt sehr, sehr wunderschön. Das ist ein tolles Beispiel, weil der Garten sitzt auf Gestein. 10 Zentimeter runter ist Gestein, also Bedrock heißt. Und ich habe das aufgebaut in so einer Art, dass jetzt die Pflanzen wachsen von selber nach 3 Jahren. Und ich bekomme genügend Essen da für mich und mein paar Leute, die hier kommen, und auch ab und zu mal viel extra, was ich dann weiter mit der Gemeinschaft teilen kann. Und das ist nur ein ganz kleines Ding. Ganz kleines. Schau. Wahnsinn. Und ja, ganz üppig, und, ganz groß. Ja, und alles, was da drin ist, sind essbare Sachen. Ganz gemischt, so wie ein Wildnisgarten mit alles möglich drin. Ja, und die meisten Leute wissen nicht, dass das möglich ist. Und die meinen, dass in Garten Arbeit zu machen, ist schwere Arbeit. Aber es ist eine schöne Arbeit, wenn man mit der Natur arbeitet statt gegen. Die Würmer machen die ganze Arbeit für uns und die ganzen Mikrobien und die Fungi. Also wir haben wenig zu tun, wenn wir mit der Natur arbeiten. Ich würde sagen, in dem kleinen Garten, wenn ich einen kurzen Tag der Woche da rein verbringe, wird alles ganz gut auf die Reihe gehalten. Vielleicht sogar weniger jetzt, toll, da alles sehr gut etabliert ist. Es ist keine schwere Arbeit. Ich fange jetzt gerade wieder an, einen Gemüsegarten zu machen. Ich habe erst das Unkraut rausgeholt von einem kleinen Stück, vielleicht ein Stück so groß wie da. Vielleicht sollte ich das auch auf diese Art und Weise machen. Ja, also die Unkraut nicht wegmachen. Man braucht nur Mulch, viele Schichten von Mulch. Und dann können die kleinen Bakterien und alles in der Erde ihre Arbeit machen. Und nach einer Weile werden die diesen Unkraut kompostieren und die kommen auch in als mehr Fertility, als mehr Kraft in die Erde. Ja, mehr Kraft in die Erde. Ja. Wo und weniger Arbeit. Wo kriegst du den Mulch her? Ist das Stroh oder was ist das? Ich mähe mein Gras hier. Ich musste Gras hier mähen, weil wegen der Brandgefahr. Ja, ja. Also ich habe nie gedacht, dass ich muss jetzt weiter Rasen mähen. Aber es ist nicht unbedingt Rasenmähen. Es sieht so aus, aber das heißt ein Sicherheitsmaßnahmen. Mhm. Und die gehen dann, ja, und die ganzen, ich habe auch eine Wurmfarm und die Abfall von der Küche geht in den Wurmfarm. Mhm. Und da bekommt man ganz kräftige Zutaten für den Garten. Die Wurmtee ist ein ganz starker Fertilizer. Dünger. Dünger, starke Dünger. Und die Wurmcastings werden gemischt und die machen dann einen ganz tollen Kompost für kleine Pflänzchen. Mhm. Ja, also alles hat einen Sinn. Und die mit die anderen Gemeinschaftsleute zu arbeiten, zusammenzuarbeiten, ist was anderes, wie man in der Stadt hat. Es ist eine Arbeit, die Sinn hat. Es ist eine gemeinsame Arbeit. Und es ist gesund, weil man draußen ist. Und man fängt am Schluss am Tag, isst man dann vom selber, der Zutat, was man selber erzeugt hat. Ja, also es ist wirklich ein tolles Ding, das viele Leute nicht mehr verstehen. Ja.
Ja. Ich verstehe es. Es war immer meine große Freude. Ich hatte ja über 20 Jahre einen Gemüsegarten regelmäßig. Habe dann aufgehört, als in einem Sommer kein Wasser mehr da war und alles vertrocknet ist. Da habe ich gedacht, oh. Mhm. Ja. Aber ja. Wenn man sowas macht, ich weiß es von meiner Schwester, die macht auch Permakultur, aber ich bin nie dahin gekommen, weil ich muss hier alles alleine machen. Ja? Und das ist eben, der Tag hat so und so viele Stunden und ich will auch noch was anderes machen daneben. Das Riesenhaus einigermaßen in Ordnung halten ist schon genug. Aber wir sind ja irgendwie auf Suche, ne? Nach Menschen, die sich wirklich tatkräftig einbringen wollen, ne? Die da dabei sein wollen. Bei dir ist es noch als Angebot für Ferien oder so? Oder denkst du auch langfristig an eine dauernde Gemeinschaft? Ja, also ja, das gibt zwei Seiten von die hier. Peace Valley ist wächst jetzt anders wie Weihnachten, wenn wir vorher gesprochen haben. Es gibt Neuigkeiten. Ich habe jetzt eine Gruppe Dame, eine Tante von die indigene Volke von der Gegend ist mit dabei. Eine Dame, die Dokumentärfilme macht, ist dabei. Eine Dame, die viel mit Landcare, also die arbeitet mit Bauern und Leute, die den Busch halten wollen. Mhm. Also so Buschcare, Landcare. Mhm. Sie hat viele Erfahrungen mit Agentur der Staat, um Geld zu bekommen. Also sie ist dabei. Mhm. Es gibt noch eine, die eine Baumschule hat und hat auch viele essbare und einheimische Pflanzen dabei. Und ein Riesenwissen um Unkraut und wie man das nutzen kann. Weil Unkraut ist nur ein Pflanz auf die falschen Stelle. Es ist kein Unkraut. Es hat einen Sinn auch. Normalerweise kommen die als Medizin für die Erde. Also, mhm. Und sie hat das Wissen. Und dann ich bringe, was ich bringe. ich ziehe die zusammen irgendwie. Und die Gruppe kommen zusammen und wir wollen in demnächst ein neues Non-Profit gründen. So, das wird extra zum Peace Valley. Und Peace Valley wird dann eher so wie es ist bleiben und nicht so wachsen. Und das heißt, junge Leute sind eingeladen, hierher zu kommen. Es geht alles auf Gift Economy. Also das heißt nicht, dass alles umsonst ist, sondern dass die Leute ganz von sich selber aus entscheiden, was wollen die schenken als Dankeschön, hierher zu bleiben. Also das ist eine andere Denkweise, wie das normale, ja, du musst so viel zahlen, um hier zu kommen und das ist mehr Konsum. Yeah. Es ist, die Unterschied ist das Dankbarkeit statt Kontrolle oder so. Und ich mache, nach dem Virus weg ist, wird wahrscheinlich weiterhin kleine Wochenende-Events hier stattfinden. Aber der Fokus hier ist langsam ein bisschen gedreht auf Frauensachen, Unterstützung für Frauen und ein bisschen in der Richtung mehr spirituelle Sachen und für Frauen ihre innere Kraft zu finden. Und das wird vielleicht ihr Fokus hier. Und das andere Gruppe wird dann auf die Öko-Seite von dem Projekt arbeiten. Und es wird dann mit das Heilen des Wassers, Heilen der Boden und dann der Menschen. Und das wird vielleicht hier, vielleicht woanders. Es ist ganz neu. Ich weiß nicht, wohin das alles laufen wird. Oh, es tut mir leid, mein Deutsch. Ist klasse. Es gibt ja in Deutschland doch viele Menschen, die nicht unbedingt einfach mit Englisch zurechtkommen und dann nicht zuhören würden, wenn es auf Englisch ist. Ja? Und insofern finde ich es toll, dass wir das auf Deutsch machen können.
Also du sagst, du lädst Menschen ein, da dabei zu sein, erst mal kurzfristig oder auch längerfristig mitzuarbeiten. Ja. Denn es ist nicht so, dass man da so sich in die Sonne legt und, und die Natur ja. genießt wie am Strand, sondern auch, aber es wird auch erwartet. Und ich glaube, es ist auch ganz natürlich, wenn du in so einer Umgebung bist, dass du was tun willst, dass du da mitmachen willst. Ja. Ja, das Mitmachen ist ein Teil der Sache und es ist auch wichtig, dass wir schauen, wie wir sind drinnen, auch die Leute, die kommen. Ich habe schon gemerkt, ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal gesagt habe, aber ich habe gemerkt, viele kommen und die ersten 1 bis 3 Tage sind die einfach fix und fertig. Die sind sowas von gestresst von ihrem Leben und die haben das auch nicht gewusst. Erst wenn die hier kommen und ein bisschen runterkommen, merken die, dass sie so müde sind, absolut fertig. Und das ist auch ein Teil des Prozesses hier. Ist, die Leute lernen erst für sich zum Aufpassen und ein bisschen Selbstpflege zu machen. Und das Arbeit hier ist, man kommt als Gast hier. Es ist nicht so, dass man hier strikt 5 Stunden pro Tag arbeiten muss. Es ist eher, wenn wir vielleicht ein bisschen Holz brauchen für unser Holzofen, wir gehen gemeinsam und holen Holz, weil das passiert so natürlich. Wenn Pflanzen brauchen ein bisschen Mulch oder gegossen zu sein oder sowas, wir machen das auch. Es ist, wir arbeiten mit der Natur und mit uns. So ist eine ganze Balance da stattfindet. Und wenn wir einfach fertig sind, wir haben einen Austag. Ja, und wir machen Wanderungen, wir gehen zum Schwimmbecken, also natürlich im Gestein, ja, in die Flüsse. Genau, solche Dinge. Ja, hier in, was ich kenne und womit ich gearbeitet habe, das nennt sich WOOF, Willing Workers on Organic Farms. Und da ist es so, ja, dass erwartet wird, dass jeden Tag für Kost und Logis so und so viel gearbeitet wird. Es ist noch mehr, sagen wir mal, das alte System. Die Frage ist, wie lange es brauchen wird, bis wir wirklich bereit sind, anders zu denken und anders zu handeln. Ja, jedenfalls, es ist klasse. Wir haben jetzt ein bisschen über dich geredet, auch sehr viel über mich. Ich suche, wie gesagt, auch Leute, die sich hier beteiligen wollen, in Umbrien, in Italien. Natürlich nach dem Virus im Moment ist das nicht so. Ja, der Versuch, anders zu leben und unseren Teil beizutragen, die Werte zurechtzurücken, sag mal mal, wieder zurück zur Natur und in Kooperation statt in Kompetition. Manchmal ist ja Kompetition auch okay, ja, aber nicht diese gewaltsame, die unsere Gesellschaft ausmacht, ja. Und wer interessiert ist, melde dich. Peacevalley.com ist deine Webseite, aha, nicht? .org, glaube ich. Okay, .org, ja, okay. Für Australien, ja, ne? Okay. Ich werde es dann drunter schreiben, genau. Und meine ist paradisointegrale.com für das Haus, wo ich jetzt gerade bin. Ja. Well, ich hätte auch gerne zu dir kommen. Also Peace Valley AU. Es muss dem AU haben, oder AU, weil sonst kommt man irgendwo anders. Ja, es sind viele Peace Valleys auf der Welt. Peace Valley AU. Australien. Ja, AU for Australia, genau. Okay, so danke für heute und wir werden vielleicht alle 2-3 Monate ein Update machen und uns treffen und sehen, wie es weitergegangen ist bei dir. Und vielleicht kannst du auch mal das nächste Mal, wenn wir sprechen, ein bisschen mehr im Detail sagen, was genau du gemacht hast, um den Garten so hinzukriegen, wie der jetzt aussieht. Ja, das sieht ja aus wie eine wuchernde Wildnis, ja, aber contained. Das ist ganz schön. Ja. Okay, ja, danke. Leute, meldet euch und nutzt die Zeit des jetzt zu Hause Seins, um euch drüber nachzudenken, was ist wirklich wichtig im Leben. Und wir sind Teil der Natur und wahrscheinlich ist Natur wichtiger als so Papier in der Hand oder so oder auf dem Konto.
Okay, danke. Und, tschüss. Dankeschön.